Das war der langweiligste Wahlkampf aller Zeiten, sagen viele gelangweilte Journalisten. Die Bürger sehen das aber offenbar ganz anders. 10 Millionen haben sich beispielsweise beim Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung über die Parteiprogramme informiert. Doppelt so viele wie 2009. 18 Millionen Menschen haben sich das TV-Duell der beiden Kanzlerkandidaten Merkel und Steinbrück angesehen. Und die Wahlbeteiligung bei der Bayernwahl ist letzten Sonntag um über 6% gestiegen. Gute Aussichten also dafür, dass auch bei der Bundestagswahl deutlich mehr als die bescheidenen 70% vor 4 Jahren ihrer Wahlpflicht nachkommen. Wahlpflicht? Jawohl. In einer Demokratie haben die Bürger die moralische Pflicht, wenigstens alle 4 Jahre mal ein Kreuzchen zu machen, wenn sie sich schon nicht selbst. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Unterstützer, jetzt zählt's. Wir sind in den letzten Stunden und jetzt zählt's wirklich jede einzelne Stimme. Lasst uns noch diese Zeit nutzen. Viele sind noch unentschlossen. Manche entscheiden sich erst auf dem Weg zur Wahlurne. Das ist unsere Chance. Bei allen diesen Wahlkampfständen, bei den vielen Veranstaltungen, habe ich immer wieder gemerkt, wir haben das richtige Programm. Wir haben die richtigen Antworten auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen sie nur noch rüberbringen. Also mithelfen und kämpfen bis zur letzten Minute. Und dann werden wir ein Bombenergebnis einfahren und dafür sorgen, dass manches Umfrageinstitut ein böses Erwachen hat. Auf geht's. Politisch engagieren. Der Schauspieler Moritz Bleibtreu ist noch nie wählen gegangen, weil er von keiner Partei zu 100% überzeugt ist. So denken viele. Aber verzichten sie deshalb auch aufs Zähneputzen, nur weil ihnen keine Zahncreme 100%ig schmeckt? Reichen nicht auch 70% oder 80% und gibt es nicht immer auch ein größeres Übel, das sich abzuwehren lohnt? So gesehen ist Nichtwählen der Mundgeruch der Demokratie. Wahlen ändern sowieso nichts oder die da oben machen sowieso, was sie wollen. Solche Sätze gehören ebenfalls zum Standardrepertoire der kleinbürgerlichen Wahlverweigerer. Auch für die Abgehängten unserer selbstverliebten Mittelstandsgesellschaft bieten die rund 30 konkurrierenden Parteien ausreichend Angebote, sich ihrer Wut Luft zu verschaffen. Und das ist erfahrungsgemäß gesünder, als den Kram einfach runterzuschlucken. Schlimmer als diese altbekannte Arroganz der Ohnmächtigen ist aber der unerträgliche elitäre Politikekel unserer Intellektuellen. Mehr als die Hälfte der von der Wochenzeitschrift Die Zeit befragten Wissenschaftler und Künstler waren weder willens noch in der Lage, eine Wahlempfehlung zu geben. Und sei es nur zu sagen, geht wählen. Welch ein miserables Vorbild geben die Prechts, die Welzers und die Sloterdijks der Republik da ab. Und wem diese als Protest getarnte Form der geistig-moralischen Demobilisierung nützt, lässt sich mit den Fingern einer Raute abzählen. Nicht nur deshalb, wählt, was ihr wollt, aber geht wählen. Darum will ich Bundeskanzler werden, weil in Deutschland etwas aus dem Lot geraten ist und es in unserem Land wieder gerechter zugehen muss. Deshalb bitte ich um Ihre Stimme.